Hello, everyone. My name is Caitlin Edwards, and I'm the Community Events Manager here at Linux Professional Institute. Thanks for joining us today's webinar, LPI in Azure. This webinar is the third webinar in a series with our Central Europe team. Today, we are thrilled to have Tom Vexler with us. During this webinar, Tom will dive into how to install Linux on Microsoft Azure. For those of you who are new to Linux Professional Institute, we are the global certification standard and career support organization for open source professionals. With more than 200,000 certification holders, we are the world's first and largest neutral Linux and open source certification body. We have certified professionals in over 180 countries, deliver exams in multiple languages, and have hundreds of training partners. During this webinar, please type your questions into the chat or the Q&A box that you'll see at the bottom of your screen. We will be keeping track and will facilitate throughout the webinar and as well as after. We will be recording this webinar and will share the recording and the presentation slides along with any resources that are mentioned. We will do this in a follow-up email early next week. Please note that if you have the ability in the chat box to set your chat to panelists only or panelists and all attendees. So just double check that you are, if you are wanting to chat with everyone, that you have it set to all attendees. At this time, I'd like to pass the mic over to Rainer Brandt from our Linux Professional Institute Central Europe team to formally introduce our sponsor and presenter for today. Rainer, take it away. Ja, herzlich willkommen zum dritten deutschsprachigen Webinar vom Linux Professional Institute. Mein Name ist Rainer Brandt und ich vertrete mit meinem Team das Linux Professional Institute in Zentraleuropa. In einer News aus 2019 auf dem Golem-Portal war zu lesen, dass Azure-Kunden mehr Linux als Windows-Betriebssysteme in Microsofts Cloud verwenden. Mehr als die Hälfte der dort installierten Betriebssysteme sind Linux-Distributionen. Wie wichtig Linux und Open Source geworden ist, bestätigen auch einige Produkte, wie zum Beispiel der Azure Kubernetes Service. Bevor wir mit dem heutigen Webinar beginnen, möchte sich unser LPI Gold Training Partner itschulungen.com noch kurz vorstellen, mit denen wir gemeinsam diese neue Webinarserie LPI End ins Leben gerufen haben. Hiermit übergebe ich an den Geschäftsführer Atasoy Atinci. Vielen Dank, Rainer. Herzlich willkommen. Auch ich darf Sie im Namen von IT-Schulung.com begrüßen für die dritte Webinarreihe, die wir gemeinsam mit dem LPI veranstalten. Ich würde Ihnen gerne noch ein paar Takte zu uns erzählen, wer überhaupt IT-Schulung.com ist, was wir tun, was wir machen. Hier eine kleine Aufstellung, sehr kurz. Wir führen ungefähr im Jahr 3500 Seminare durch. Neben den Standard-Seminaren, die es von den Herstellern gibt, bieten wir ein sehr großes Fundus an sehr anspruchsvollen Themen aus dem Bereich Digitalisierung, Cloud Computing, Software Engineering, DevOps, Künstliche Intelligenz. Das führen wir ungefähr mit knapp 2000 Referenten durch, die wir in unterschiedlichsten Themenbereichen mit uns zusammenarbeiten. Wir haben sowohl eigene Referenten wie auch externe Referenten. Das machen wir an 22 Standorten in Deutschland, Österreich und Schweiz zusätzlich. Diese Trainings führen wir als Virtual Classroom oder als Classroom-Schulung durch. In den letzten Jahren haben wir allerdings einen sehr stetigen Anstieg gehabt an sehr innovativen Themen, wie gesagt, Virtual Classroom oder eben auch das Thema Social Learning. Aber vor allem Bootcamps ist ein sehr interessantes Thema geworden für Unternehmen, die immer mehr in kürzerer Zeit sehr viel Wissen in ihre Mitarbeiter investieren wollen. Dazu haben wir auch sehr viele Lösungen erstellt und entwickelt, virtuelle Akademien für Kunden aufgebaut, wo wir anfangen vom Content hin bis zur Durchführung alles übernehmen. Wenn du, Rainer, noch eine Seite weitergehst, das so in Kürze zu uns. Wir haben für die Teilnehmer, die heute dabei sind, sind einige Teilnehmer dabei, so einen 100-Euro-Gutschein und so ein digitales Badge, ein Zertifikat vorbereitet. Also wenn jemand nach dem Webinar Interesse hat, kann er sich gerne bei uns melden, dann können wir ihm gerne den Gutscheincode zukommen lassen. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß und viel Lehrreiches mit Tom Vexler und übergebe wieder das Gespräch an Herrn Rainer Brandt. Ja,
Danke, Atasol. Jetzt zur Ankündigung unseres heutigen Webinars, LPI and Azure. Tom Wechsler arbeitet seit dem Jahr 2000 in der Informatik und ist seit 2007 selbstständiger IT-Ingenieur und Consultant. Er ist außerdem erfahrener Videotrainer und verfügt über viele Linux-Zertifizierungen, wie ich feststellen konnte, wie zum Beispiel die CSA, entschuldigen Sie, bin ich nicht so firm mit den Red Hat-Zertifizierungen, aber natürlich auch die LPI-Zertifizierung. Hier ist er sogar bis Level 3 zertifiziert. Aber auch im Microsoft-Umfeld arbeitet er als zertifizierter Trainer. Ja, wenn Sie Fragen haben, bitte in den Q&A-Bereich oder Fragen- und Antworten-Bereich unten Fragen stellen. Wir werden das an passender Stelle dem Tom dann präsentieren. Ansonsten natürlich halt am Ende des Webinars. Übergebe jetzt an Tom Wechsler und freue mich auf ein sehr spannendes Webinar. Vielen Dank. Ja, hallo, ich möchte Sie natürlich auch gerne begrüßen zu diesem Webinar. Es ist mir eine große Ehre und eine noch größere Freude, dass ich da mit dabei sein darf. Ich möchte mich selbstverständlich auch nochmal schnell kurz vorstellen. Mein Name ist Tom Wechsler. Herr Brand hat es bereits gesagt, ich arbeite seit dem Jahr 2000 in der Informatik und eben seit 2007 als selbstständiger Cloud, sage jetzt mal Azure Solution Architect, Cyber Security Analyst und Trainer. Wie bereits auch schon gehört, ich habe einige Zertifizierungen vom Linux Professional Institute, bin auch seit kurzem Microsoft MVP, Microsoft Azure MVP und bin auch viel in verschiedenen Plattformen unterwegs. Sie finden mich auf LinkedIn, Xing, Twitter, Facebook und GitHub. Aber ich glaube, genug zu meiner Person, das ist jetzt nicht so super spannend. Ich möchte mit Ihnen eine kleine Reise starten. Lassen Sie uns doch gleich beginnen. Und zwar zuerst einmal möchte ich eine alte Aussage, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, revidieren. Ich habe das letzte Mal wieder gehört, also letzte Woche, wo es hieß oder jemand sagte, ja, Windows und Linux, die haben ja sowas von nichts gemeinsam. Ich würde einmal sagen, das ist eine Aussage, die heutzutage einfach nicht mehr korrekt ist. Ich befinde mich hier im Azure-Portal. Ich habe hier eine Desktop-App gestartet von Azure und ich möchte Ihnen zeigen, dass Windows und Linux Freunde sind. Nicht nur Freunde, sondern sie sind wirklich eng miteinander verbunden. Ich navigiere ganz oben zu einem Symbol, das nennt sich Cloud Shell. Es wird nun eine Shell gestartet und in diesem Fall die PowerShell. Sie haben sicherlich schon einmal von der PowerShell gehört. Es ist jetzt kein PowerShell-Kurs, keine Sorge, es geht nicht um die PowerShell als solches, sondern es geht darum, wo die PowerShell ausgeführt wird. Lassen Sie uns das gleich erkunden. Sie sehen, es dauert jetzt einen kurzen Moment, bis diese Shell gestartet ist und jetzt sind wir verbunden. Aber wir sind nicht irgendwo in einer PowerShell verbunden, sondern wir sind auf einem Linux-Container. Stellen Sie sich das vor, ein Linux-Container, der PowerShell ausführt. Sie glauben mir nicht? Lassen Sie uns das prüfen mit dem Aufruf der Variablen $PsVersionTable. Und was sehen wir? Aha, PowerShell Version 7.0.3, es ist PowerShell Core. PowerShell Core ist Cross-Plattform. Funktioniert unter macOS, unter Linux, unter Windows. Und was sehen wir? Das Betriebssystem, es ist Linux und es ist ein Ubuntu-Container. Also, wenn jetzt jemand sagt, Windows und Linux haben so gar nichts gemeinsam. Ich glaube, das haben wir jetzt bewiesen, dass das nicht die Situation ist. Ich möchte mit Ihnen aber nicht einen PowerShell-Kurs durchführen, überhaupt nicht, nein, sondern ich möchte mit Ihnen über virtuelle Maschinen sprechen, der Klassiker. Bevor wir uns jetzt mit virtuellen Maschinen beschäftigen, möchte ich zuerst auf zwei Lernziele aufmerksam machen. Und zwar folgendes. Es gibt zwei Prüfungen, die eine von Microsoft, die andere von LPI. Und ich möchte ganz einfach zwei kleine Themengebiete auswählen. Aus Sicht von Microsoft habe ich hier die sogenannten Skilled Measured aufgelistet. Und wir sehen einen Punkt, der heißt Automate Deployment and Configuration of VMs. Und unter anderem steht hier,
bereitstellen, also auf Deutsch bereitstellen von einer Vorlage, Deploy from Template. Das werden wir miteinander thematisieren. Und ein weiteres Ziel, das ist ein Lernziel vom Linux Professional Institute, und zwar zur Prüfung LPIC 1, es ist der zweite Teil der Prüfung, haben wir hier SSH und SSH Keychain. Das ist der Hauptfokus. Bevor wir jetzt aber uns mit diesen beiden kleinen Themen beschäftigen, zuerst einmal, wie verhält sich das, wenn wir im Azure-Portal eine Linux-VM bereitstellen? Was ist genau, was funktioniert oder wie sieht das Ganze aus? Ich navigiere zu den sogenannten Resource Groups. Stellen Sie sich die Resource Groups ganz einfach als einen logischen Container vor, wo sämtliche Ressourcen abgelegt werden, für ein Projekt beispielsweise. Und schauen Sie mal, wir haben hier ein Projekt. Was für ein Zufall. Linux on Azure. Darin enthalten sind zwei virtuelle Systeme, und zwar ein Debian-System und ein Red Hat-System. Wenn wir eine Maschine bereitstellen im Azure-Portal, dann ist es nicht einfach so, wie wir es kennen von On-Prem, wenn wir beispielsweise mittels VMware oder KVM eine virtuelle Maschine bereitstellen, dass das dann ein Objekt ist. Nein, eine virtuelle Maschine in Azure setzt sich zusammen aus der Konfigurationsdatei, das ist die Konfigurationsdatei, ein Netzwerkinterface und eine Betriebssystemdisk. Zusätzlich, optional, kann eine virtuelle Maschine selbstverständlich auch eine öffentliche IP-Adresse haben. Ist beim Debian-System nicht der Fall. Also die drei Komponenten, die wir hier sehen, die sind zwingend notwendig, damit die VM funktioniert. Es gibt also eine Art Abhängigkeiten. Wenn wir jetzt eine neue virtuelle Maschine bereitstellen wollen, lassen Sie uns das gleich mal so im Ansatz anschauen. Ich wähle Add aus. Und jetzt möchte ich einen Ubuntu-Server bereitstellen und jetzt startet ein neues Blade. Das weiße große Feld, das nennt sich ein Blade. Und jetzt sehen wir haben verschiedene Register. Es sieht zwar nicht aus wie ein Register, aber es sind Register. Zuerst die Basics, dann Disks, Networking, Management, Advanced. Das sind alles Punkte, wo wir Informationen mitgeben müssen. Wir können keine VM erstellen, wenn wir nicht die Zuweisung machen zu einem sogenannten virtuellen Netzwerk. Ist unbedingt notwendig. Wir können keine virtuelle Maschine bereitstellen, wenn wir nicht eine Betriebssystem-Disk erstellen. Das sind alles Abhängigkeiten. Also jetzt sehen Sie ungefähr, ich weiß, das war jetzt sehr schnell, wie eine virtuelle Maschine, eine Linux-VM beispielsweise, im Azure-Portal bereitgestellt werden kann. Und Sie sehen, es gibt da einige Punkte, die abgearbeitet werden müssen. Jetzt kommen wir zu einem ersten Exam-Topic, welches ich angesprochen habe. Bereitstellung aus einer Vorlage. Stellen Sie sich vor, Ihr Auftraggeber, Ihr Chef, Ihr Teamleader kommt auf Sie zu und sagt, hey Tom, Sie müssen wiederum die Testumgebung bereitstellen. Sie wissen doch noch, da sind einige virtuelle Maschinen darin enthalten. Bitte machen Sie die Bereitstellung. Ja, wollen wir jetzt tatsächlich zu einer Ressourcengruppe navigieren und dann auf Add klicken und dann so Schritt für Schritt diese, wenn es 10 VMs sind, so bereitstellen? Nein, ich glaube nicht. Das ist weder effizient noch macht es Spaß. Es macht erst dann Spaß, wenn wir die Bereitstellung, Spaß aus meiner Sicht, die Bereitstellung aus einer Vorlage durchführen können. Ich habe eine solche Vorlage bereitgestellt. Eine solche Vorlage ist immer auf, oder eine solche Vorlage wird geschrieben mit der sogenannten JSON-Notation. Das ist eine Vorlage, die ich oft einsetze. Kurz, schnell, was bedeutet JSON oder warum jetzt da JSON? Ich möchte Ihnen das schnell zeigen. Wenn wir eine Bereitstellung im Azure-Portal durchführen, dann sind das einzelne Aufgaben, die im Hintergrund gestartet werden. Diese kleinen Aufgaben, die sind im JSON-Format geschrieben. Das können wir anschauen. Ich bin wieder in der Resource Group mit dem Namen Linux on Azure. Und wir können eine Zusammenfassung anschauen, was wurde bereitgestellt. Und wir sehen diese Informationen, wenn wir in die Details navigieren. Und jetzt navigiere ich da zu Deployments.
Und jetzt sehen wir hier, was alles bereitgestellt wurde. Das sind sämtliche Bereitstellungen. Wie sehen diese Bereitstellungen aus? Das können wir uns anzeigen lassen, wenn wir auf Export Template klicken. Und jetzt sehen Sie, all diese Bereitstellungen, die ich schon gemacht habe in dieser Ressourcengruppe, die einzelnen Punkte, die Debian-Maschine, die Red Hat-Maschine, das ist nichts anderes als alles zusammengefasst hier in diesem Format eben auf Basis von JSON. Also eine Network Security Group wird auf Basis von JSON bereitgestellt. Dann die Public IP-Adresse, ein Storage Account etc. Und genau eine solche Zusammenfassung, ein solches Template habe ich für mich vorbereitet, dass ich mit diesem Template direkt das virtuelle Netzwerk, direkt VMs, Public IP-Adressen, alles in einem Rundumschlag bereitstellen kann. Navigiere nochmals zurück zu meiner Vorlage. Das ist die Vorlage. Jetzt könnte ich mit Ihnen diese Vorlage anschauen, dann würden wir, wenn wir alles durchlesen, alles sehen, was bereitgestellt wird. Aber ich glaube, das ist nicht von Ihrem Interesse, dass wir uns jetzt mit dieser JSON-Datei auseinandersetzen. Ich möchte Ihnen einen kleinen Trick zeigen, meinen kleinen Trick 77, wie wir diese JSON-Datei grafisch darstellen können. Und ich zeige Ihnen das mit diesem Effekt. Sie sehen, aha, jetzt sehen wir grafisch, was wird bereitgestellt. Es werden unter anderem zwei virtuelle Maschinen bereitgestellt. Beide virtuellen Maschinen haben eine öffentliche IP-Adresse. Ich möchte das gleich erwähnen. Es ist keine gute Idee, einer VM direkt eine öffentliche IP-Adresse zuzuweisen. Das ist aus Sicht von Sicherheit gar keine gute Idee. Für diese Demo ist es aber ein einfacher Zweck, darum mache ich das so. Aber für die Produktivität niemals einer VM direkt eine öffentliche IP-Adresse zuweisen. Dann werden zwei Netzwerkschnittstellen erstellt, es wird ein virtuelles Netzwerk erstellt, Network Security Group und selbstverständlich auch ein Subnetz. Das alles in dieser JSON-Vorlage wird hier grafisch ganz hübsch dargestellt. Wie gehen wir jetzt vor? Ganz einfach. Ich kopiere mir genau diesen Inhalt in die Zwischenablage. Ctrl A, Ctrl C. Wir gehen zurück ins Azure-Portal. Und jetzt navigiere ich zum Suchfeld und gebe ein TMP, weil jetzt habe ich die Möglichkeit, Deploy a Custom Template, also die Bereitstellung durchführen auf Basis von einem benutzerdefinierten Vorlage. Ja, wählen wir doch das Ganze aus. Wir möchten keine bestehende Vorlage auswählen, das könnten wir hier. Nein, wir verwenden unsere eigene Vorlage. Wir müssen jetzt diesen Inhalt entfernen, weil das ist nicht notwendig, weil diesen Inhalt habe ich bereits in meiner Vorlage deklariert. Und jetzt sehen wir alle Ressourcen, die bereitgestellt werden, hier auf der linken Seite. Die Network Security Groups, die VMs, dann die Netzwerkschnittstellen. Es spielt keine Rolle, ob Sie jetzt wissen, was eine Network Security Group ist. Um das geht es gar nicht. Es geht einfach darum, dass wir mit einer Vorlage sehr schnell sehr große Infrastrukturen bereitstellen können. Der nächste Schritt, ich wähle Save und jetzt muss ich noch einige Angaben treffen. Ich muss die Subscription angeben. Die Subscription ist nichts anderes als, ich sage, wo möchte ich die Ressourcen bereitstellen und auf Basis der Subscription findet dann die Abrechnung statt. Ja, auch ich muss da diese Ressourcen bezahlen, aber spielt keine Rolle. Jetzt verwenden wir einen Namen für die neue Ressourcengruppe. Dazu verwende ich LPI, Azure Demo 2020. Wähle OK, dann muss ich noch die Region auswählen. East US, das wäre sensationell, aber im Moment ist es eben für mich West Europe. Ich könnte auch Switzerland North auswählen, aber meistens verwende ich so für Tests, verwende ich die Region West Europe. Alles andere ist passend. Ich muss nichts abändern. Ich könnte da noch Namen abändern, wenn ich das möchte. Brauche ich nicht. Ich wähle Review. Jetzt wird meine Vorlage überprüft. Wir sehen Validation Passed und jetzt Create. Und nun geht's los. Jetzt wird die Bereitstellung durchgeführt. Wir sehen Deployment in Progress. Und wir sehen dann sehr schnell, dass diese Bereitstellung gar nicht lange Zeit beansprucht. Und wir haben wirklich Infrastrukturen in kurzer Zeit bereitgestellt. Sehen Sie das mal,
Es sind jetzt bereits Ressourcen da. Die öffentliche IP-Adresse wurde bereits erstellt. Es wurde eine Regel erstellt in der Network Security Group. Es wurden die Netzwerkschnittstellen erstellt. Es geht jetzt nur noch darum, die VMs bereitzustellen. Und Sie sehen, diese Ressourcen sind wirklich super schnell bereitgestellt. Das kriegt man gar nicht gebacken, wenn man durch das Portal navigieren möchte. Selbstverständlich gibt es andere Möglichkeiten. Wir könnten die Azure CLI verwenden. Wir könnten mit Terraform arbeiten oder mit der PowerShell. Selbstverständlich sind das alles auch Mittel. Aber wir sind bereits fertig. Alles bereitgestellt. Go to Resource Group. Und was sehen wir? Wir haben eine Linux-Maschine. Okay, wir haben auch eine Windows-Maschine. Spielt jetzt keine Rolle. Aber wir haben auch eine Linux-Maschine, die wir direkt verwenden können. Ich navigiere in die Details von dieser Linux-Maschine. Wir sehen die Übersicht. Wir haben eine Ubuntu-VM bereitgestellt. Der Publisher Canonical. Wir haben das Betriebssystem, welches hier angezeigt wird. Wir sehen auch die Agent-Informationen und wir sehen die öffentliche IP-Adresse. Ich möchte das nochmals betonen. Niemals sollten Sie einer VM direkt eine öffentliche IP-Adresse zuweisen, weil die Systeme werden versucht, also es wird versucht, diese Systeme zu hacken. Und darum sollten Sie immer ein anderes Device vorneweg schalten. Firewall, Application Gateway, was es dann auch immer sein soll. Für diese Demo ist es absolut okay, weil ich werde das Ganze dann wieder abräumen. Jetzt starten wir eine Verbindung. Ich kopiere mir dazu diese öffentliche IP-Adresse in die Zwischenablage. Dann brauchen wir unsere PowerShell, aber bei dieser PowerShell habe ich das sogenannte Windows Subsystem oder das Windows Linux Subsystem installiert. Ja, ich kann hier mit Linux-Befehlen arbeiten. Auf meinem Windows 10 habe ich Linux-Befehle im Einsatz. Ich möchte Ihnen das ganz kurz schnell zeigen. Das führt wieder zum Thema zurück. Windows und Linux haben so gar nichts gemeinsam. Ich öffne das Control Panel, die Systemsteuerung, Programme und Features. Dann wähle ich Windows Features aktivieren oder deaktivieren. Es wird eine Liste erstellt. Und hier sehen wir, wir haben Windows Subsystem für Linux. Das habe ich installiert. Wird jetzt hier nicht angezeigt, aber es ist vorhanden. Weil ich kann jetzt mit SSH arbeiten. Ich tippe ein SSH und ich sehe sämtliche Parameter, die ich verwenden kann. Also lassen Sie uns eine Verbindung aufbauen zu unserem System SSH. Dann Tom, @ dann die öffentliche IP-Adresse. Wir starten eine Verbindung. Ich muss den Fingerprint vom Remote-System akzeptieren mit Yes und jetzt das Kennwort eintippen. Dann versuchen wir das Ganze nochmals. Jetzt muss ich schnell schauen, was für ein Passwort da in dieser Vorlage definiert wurde. Das ist nicht ideal, wenn man Passwörter direkt... Ah, jetzt habe ich es gesehen. Okay, da ist das Passwort. Es ist übrigens nicht ideal, Passwörter in einer Vorlage direkt sichtbar zu machen. Sie sehen, hier ist das Passwort Klartext sichtbar. Auch das ein absolutes No-Go. Ich habe das nur gemacht, damit ich die Bereitstellung einfach durchführen kann. Also ich brauche jetzt dieses Passwort, um eine Verbindung aufzubauen. Versuchen wir das Ganze nochmals. So, und jetzt, voilà, wir sind mit unserem Ubuntu-System verbunden. Wir haben hier den entsprechenden Prompt, den wir verwenden können. Der Prompt wird mir angezeigt. Ich könnte jetzt beispielsweise ID aufrufen und wir sehen, der Tom ist in der Gruppe Tom selbstverständlich, die GID 1000 wird angezeigt und er ist auch in der Gruppe ADM. Also wir sind jetzt mit unserem Linux-System verbunden. Ich werde nun diese Verbindung wieder schließen. Die Session ist closed. Jetzt kommen wir zu einer weiteren oder zu einem weiteren Thema. Wir haben gesehen, es gibt ein Ziel zu erreichen, wenn man die LPIC-1-Prüfung machen will, dass man mit SSH arbeitet oder dass man mit SSH-Keygen ein Schlüsselpaar generiert. Was haben wir bis jetzt gemacht? Wir haben eine Verbindung aufgebaut zu unserem Linux-System. Diese Verbindung haben wir aufgebaut mittels Benutzername und Passwort.
ich möchte es nochmal sagen, niemals ein Passwort-Klartext in einer Vorlage einsetzen. Das habe ich jetzt wirklich nur zu Demo-Zwecken gemacht. Jetzt erhalten Sie die Aufgabe von Ihrem Auftraggeber, vom Teamleader. Sie müssen die Verbindung mittels SSH umsetzen. Also Benutzername ist okay, aber wir brauchen SSH und nicht mehr ein Passwort. Vielleicht kennen Sie das bereits, wenn Sie mit Linux arbeiten. Sie starten eine Shell. Dieses Mal verwende ich die Eingabeaufforderung. Sie starten eine Shell und dann geben Sie ein SSH-Abstand-Keygen und erstellen auf Ihrem Linux das Schlüsselpaar. Wo brauche ich denn nun dieses Schlüsselpaar im Azure-Portal? Das möchte ich Ihnen zeigen. Wir befinden uns in den Details von der virtuellen Maschine, von unserer Linux-Maschine. Ich navigiere nach unten und ich wähle hier Reset Password aus. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir unser eigenes Schlüsselpaar einsetzen können, weil jetzt im Moment arbeiten wir mit Password. Also wir ändern das jetzt gemeinsam. Ich verwende hier Reset SSH Public Key. Gut, zuerst einmal den Benutzernamen. Da arbeite ich wieder mit dem Tom. Und jetzt brauchen wir den öffentlichen Schlüssel. Das heißt, wir müssen jetzt zuerst ein Schlüsselpaar generieren. Also geht es zurück zur Eingabeaufforderung und ich verwende SSH-Keychain. Ich könnte jetzt noch Optionen angeben, dass ich beispielsweise vielleicht nicht mit RSA, sondern mit DSA arbeiten möchte. Ich könnte die Schlüssellänge bestimmen. Ich belasse es beim Standard. Drücke die Enter-Taste. Jetzt werde ich gefragt, wo möchte ich den privaten Schlüssel ablegen? In diesem Verzeichnis. Das ist okay. Dann kann ich eine Passphrase angeben. Ich kann meinen privaten Schlüssel mit einer Passphrase schützen, also eine Art Passwort. In einer produktiven Umgebung würde ich das machen. Ich möchte meinen privaten Schlüssel mit einer zusätzlichen Passphrase schützen, damit, wenn jemand zum privaten Schlüssel kommt, er trotzdem nicht direkt mit diesem privaten Schlüssel arbeiten kann. Also eine Art zusätzlicher Schutz. Für diese Demo lasse ich das weg. Betone es für diese Demo. In einer produktiven Umgebung würde ich den privaten Schlüssel mit der Passphrase schützen. Gebe nichts ein, drücke die Enter-Taste, nochmals die Enter-Taste. Und jetzt, voilà, jetzt haben wir ein Schlüsselpaar generiert. Und wir sehen, in diesem Pfad wurde der öffentliche Schlüssel gespeichert. Und genau den brauchen wir. Also verwenden wir unser Notepad, dann füge ich den Pfad ein, drücke die Enter-Taste und das ist unser privater Schlüssel. Und den gilt es jetzt zu kopieren. Zuerst einmal markieren, dann Ctrl-C. Wir minimieren Notepad, dann auch die Eingabeaufforderung. Und jetzt fügen wir hier den öffentlichen Schlüssel ein. Klicke weg. Und jetzt sehen wir diese grüne Checkmark. Das indiziert, dass das Portal mit diesem Schlüssel zufrieden ist. Auch mit dem Benutzernamen ist das Portal zufrieden. Also wählen wir Update aus. Und jetzt wird die VM in Bezug auf die Authentifizierung, auf die Anmeldung zurückgesetzt. Das heißt, das Passwort ist nicht mehr länger gültig. Darum spielt es jetzt in meinem Fall auch keine Rolle, dass das Passwort hier im Klartext ist. Ist mir absolut egal, weil wir haben ja das Ganze jetzt zurückgesetzt. Und Sie sehen, successfully reset SSH key. Jetzt ist das Passwort also nicht mehr gültig. Wir haben bereits ein Sicherheitsproblem gelöst. Wir können jetzt mit SSH arbeiten. Ja, selbstverständlich werden wir das Ganze wieder testen. Hier ist die Eingabeaufforderung, SSH, und dann verwende ich wieder Tom als Benutzername, @, die öffentliche IP-Adresse, die müssen wir uns wieder organisieren, weil die habe ich nicht mehr in der Zwischenablage. Hier ist sie. Die öffentliche IP-Adresse fügen wir hier ein, drücke die Enter-Taste und voilà, wir sind mit unserer Linux-Maschine verbunden. Wir sehen tom@twlin2016. Ich kann beispielsweise einen anderen Befehl aufrufen, beispielsweise who am I wäre da ein Befehl und wir sehen, der Tom, wir sind als Tom angemeldet. Funktioniert. Wir haben, übrigens entschuldigen Sie diesen Pfeifton, das kommt von meiner Eingabeaufforderung. Wir sehen, wir sind mit dem Linux-System mittels SSH jetzt verbunden. Und wir haben auch gesehen, wir wurden direkt angemeldet. Wir wurden nicht aufgefordert, die Passphrase einzugeben von unserem privaten Schlüssel, weil wir keine Passphrase konfiguriert haben. Jetzt haben Sie zwei kleine Themen gesehen, wie ich es, wie soll ich sagen, wie ich es liebe,
selber für mich etwas zu lernen. Nicht einfach nur Ziele, Prüfungsziele, auswendig lernen, SSH, SSH Keychain. Nein, ich liebe es, diese Themen direkt praktisch umzusetzen und dann den Erfolg auch zu sehen. Oder aber auch auf dieser Seite, Deploy from Template, ja, bereitstellen aus einer Vorlage. Nicht einfach lesen im Buch, nachlesen, das ist alles okay. Ich bin der praxisorientierte Typ. Ich arbeite gerne oder ich mache das gerne so, auf eine Prüfung vorbereiten, indem man mit praktischen Beispielen arbeitet, um dann direkt auch den Effekt zu sehen. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen in diesem Webinar einen kleinen Einblick geben, dass eben Linux und Windows wirklich super tolle Freunde sind. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bin gespannt auf die Fragen. Ja, bisher gibt es keine offenen Fragen. Also war so gut erklärt, dass jeder gut mitgekommen ist, kann ich nur bestätigen. Soweit ich weiß, gibt es ja nächste Woche auch die Möglichkeit, bei itschulung.com den Tom Wechsler auch als Trainer zu erleben. Also wer da Interesse haben sollte, sollte sich da mal mit IT-Schulung in Verbindung setzen. Jetzt kommt die erste Frage. Welche Distributionen werden unterstützt? Die gängigsten Distributionen werden unterstützt, also beispielsweise Red Hat, Debian, SUSE sind sicherlich mit dabei und es gibt dann auch auf dem Dokumentationsportal von Microsoft eine Liste mit sämtlich unterstützten Linux-Distributionen. Also ist da wirklich ist eine große Unterstützung seitens Linux-Distributionen, die man da erfahren kann auf dem Azure-Portal. Sehr gut. Noch eine weitere Frage kommt gerade rein. Kann man im Template nicht gleich ein SSH-Key anlegen, / mitgeben? Selbstverständlich kann man direkt auch mit SSH-Key, also in diesem Template mit SSH-Keys arbeiten. Ich muss dazu aber noch etwas anderes sagen. Ich würde, um das Template sicherer zu gestalten, mit einem sogenannten Azure Key Vault arbeiten, weil dort dann kann ich die Secrets, diese heiklen Informationen speichern und dann mit einem Aufruf in diesen Azure Key Vault dann von dort aus die Informationen beziehen. Also ich würde das sogar mit einem Azure Key Vault lösen, anstelle direkt SSH im Template einzubinden. Aber es wäre möglich. Zu der ersten Frage vielleicht nochmal, gibt es da die... Also ich sage mal so, bei der Auswahl hatte ich jetzt gesehen, da gibt es nur die Möglichkeit, Ubuntu auszuwählen. Wie kommt man dann an die anderen Distributionen dran? Da geht man am besten direkt über den Marketplace. Im Marketplace, dann kann man suchen Linux und dann werden sämtliche Distributionen werden aufgelistet. Also ich suche dann auch immer direkt, wenn ich beispielsweise Red Hat brauche, dann verwende ich Red Hat als Stichwort oder eben Ubuntu, dann SUSE. Ich glaube, es gibt sogar noch, wie heißt das andere noch, die andere Distribution, das ist mir jetzt direkt entfallen, aber eben Debian ist auch noch, also es ist wirklich eine riesige Unterstützung, die man da erfahren kann. Selbstverständlich, Distributionen, die vielleicht nicht so ein breites Einsatzfeld haben, die sind nicht auf dem Portal, aber ich kann beispielsweise sagen, dass sogar Kali Linux wird unterstützt auf Azure, also ja, man arbeitet, also ich denke, da gibt es weiterhin gibt es noch weitere Distributionen, die dann zur Verfügung stehen? Ja, gibt es noch weitere Fragen aus der Gruppe? Das sieht so nicht aus. Wir machen mit den LPI and Webinar Serie jetzt eine kleine Pause. Das heißt, das nächste LPI and Webinar planen wir gerade für den 22.11. Kann auch noch mal kurz meinen Screen sharen.
Wenn also weiterhin Interesse besteht, an dieser interessanten Serie teilzunehmen, dann sollte man auf unserer Webseite immer mal schauen. Hier wird also in den nächsten Stunden, Tagen auch die weiteren Webinare, die wir jetzt planen, dann zu finden sein. Auch natürlich auf der internationalen Seite lpi.org wird man die auch finden. Und ansonsten können Sie auch, wenn Sie das ganze Webinar nochmal nachvollziehen wollen, natürlich auch jederzeit bei denen, die Sie vielleicht schon verpasst haben, die Aufnahme auf YouTube anschauen, wie bei dem heutigen Webinar auch. Wenn Sie sich das Ganze im Nachgang nochmal anschauen wollen, nochmal nachvollziehen wollen, ist das möglich. Ja, vielen Dank nochmal an Tom Wechsler für dieses tolle Webinar. Und ja, wir freuen uns dann auf die kommenden Webinare. Ich hoffe, dass der Tom Wechsler uns dann auch mal wieder zur Verfügung steht. Da gibt es vielleicht die Möglichkeit, im November mal sehen, ob das funktioniert. Würde mich sehr freuen. Auf Wiedersehen. Vielen, vielen Dank und goodbye.